Sie haben es gerade erwähnt, die Teststrategie. Sie haben es Anfang der Woche in einer Pressekonferenz präsentiert. Ab 2. November stellt man da wieder ein bisschen um. Das heißt, weg von den Antigentests hin zu den PCR-Tests. Die kann man sich dann auch in den Apotheken abholen. Es ist limitiert, aber die kann man dann kostenfrei dort auch holen und das dann zu Hause machen. Jetzt habe ich mir das mal angesehen, wie das Ganze abläuft. Ich meine, es ist doch, sage ich jetzt mal, ein bisschen komplizierter, wie das mit den Antigentests war. Also ich muss zur Apotheke fahren, muss dann nach Hause fahren, muss das filmen, wenn ich dort gurgle, dann wieder zurück zur Apotheke und muss noch 24 Stunden, sagen wir mal, im Idealfall warten, bis ich ein Ergebnis habe. Das heißt, jetzt, wenn ich mir das im Vergleich zum letzten Jahr ansehe, dann ist das ja doch schon eher eine schwierigere Situation. Wenn ich jetzt mal auch kurzfristig ein Ergebnis brauche oder schnell mal einen Test brauche, ist das auf der einen Seite vielleicht, weil es jetzt eben Learnings gibt, dass das eben besser anzeigt, dass diese auch verlässlicher sind, aber auf der anderen Seite auch einer dieser Punkte, wo man sagt, naja, wir machen es den Menschen auch schon ein bisschen unbequem, dass man sich doch vielleicht noch überlegt, sich halt trotzdem impfen zu lassen. Ja, es ist in Vorarlberg die Antwort auf die österreichweite Strategie, die ja davon ausgeht, dass die Antigen-Tests an Bedeutung verlieren und die PCR-Tests an Bedeutung gewinnen. Und wir kennen das ja von Wien schon sehr lange Zeit, dass sie diese PCR-Wohnzimmer-Gurgeltests verwenden und einsetzen. Und wir wollten uns einfach auch als Bundesland vorbereiten, denn es gibt ja den österreichweiten Stufenplan. Wenn 15% der Intensivbettenkapazitäten belegt sind, das sind 300 Patientinnen und Patienten österreichweit, dann fallen die Antigen-Wohnzimmertests weg. Und für diesen Zeitpunkt wollen wir der Bevölkerung auch neue Wohnzimmertests bieten. Und da gibt es nur die Möglichkeit der PCR-Tests. Das heißt, wir starten damit am 2. November. Man muss sich vorher registrieren, kann erst dann mit diesem Code dann zur Apotheke gehen und sich Tests holen, dann den Test zu Hause durchführen und auch dort wieder abgeben. In Summe ist es sicher der richtige Weg, aber wie Sie schon gesagt haben, es braucht ein bisschen Vorbereitung, man muss sich wieder damit befassen. Alternativ, im Moment gibt es die Antigen-Wohnzimmertests noch. Der Bund bewirtschaftet es nicht mehr auf alle Ewigkeit hin weiter. Wir haben jetzt einmal einen guten Lagerstand in Vorarlberg. Wir werden die so lange wie möglich weiter anbieten. Wir machen immer noch rund 60.000 Antigen-Wohnzimmertests pro Woche. Das ist seit der Modellregion bei uns sehr gut eingeführt. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass sich die Strategien ändern. Wer künftig schnell einen Test braucht, der muss zu einer unserer 7 Landesteststraßen. Dort gibt es nach wie vor auch den Antigen-Test von befugten Stellen, wird da weiterhin auch auf Dauer im Land gültig bleiben. Erst dann, wenn dann die dritte Stufe in diesem österreichweiten Stufenplan erreicht ist, dann gelten nur mehr PCR-Tests.